in dem Gefäß drin alles reingerät, was so ein Medikus herausholt aus dem schwieren Gedärm an Eiter und verpestetem Sekret, in Salben, die sie in den Schritt sich schmieren, die Hurenmenscher, um sich kalt zu halten, in allem Schmodder, der zurückbleibt, in den Spitzen und den Spalten, wer hätte nicht durch solchen Kiet hindurch gemusst? In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. Das ist der Tag des Gerichts und auch das Ende der Welt. Und jede Tat hat Gewicht, dem für euch das Ende gefällt. Der weiß nicht, was auf ihn zukommt, so kalt wie Wasser des Yukons. Das vorzeitig der zukommt, keiner ihn erwischt, aber du schon. Glaub ich nicht, wird aufgetischt, was keiner glaubte. Ich brauch das nicht, denn ich leg jetzt die Karten auf den Tisch. Die Chance, unserem Schicksal zu entkommen, die haben wir längst vertan. Niemand ist seinem Schicksal entronnen, ja, wir haben uns alle verfahren. Und zwar schon seit Jahren, weil wir an guten Wahlen sparen. Haben uns selber die Scheiße eingerockt, wie im Wahn. Jetzt ist es so ein Payback-Time, ohne Scheiß, das ist eben der Preis. Apokalypsen-Seil und ich weiß, das ist das Ende der Zeit. Blickt man in die ferne Zukunft, wird es sicher keine mit uns geben. Denn jeder hier verschwendet sicherlich sein so sinnloses Leben. Wir sind besessen von Krieg und es macht uns mehr als verrückt. Wegen der Einstellung nach mir, diesem Flug gibt es kein Zurück. In einem Katershirn, der nicht mehr fischt. In Geifer, der auf den Gebissen der vollen Hunde treibt, mit Affenpiss vermischt. In Stacheln, einem Igel ausgerissen. Im Regen fast drin schon die Würmer schwimmen. Krepierte Ratten und der grüne Schleim von Pilzen, des Nachts wie Feuer glimmen in Pferderotz. Und auch in heißem Leib. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. Ich schaue in den Himmel, sehr schwarze Wolken, sauren Regen. Viele Menschen verfallen in Angst und fürchten um ihr Leben. Die Sonne ist bedeckt vom Qualm der einschlagenden Raketen. Und man sieht Menschen, die zu falschen Propheten beten. Vor Furcht wie gelähmt gegenüber den apokalyptischen Reitern stehen alle Menschen gleich, egal ob erfolgreich oder gescheitert. Keine Möglichkeiten, sich den göttlichen Anklagen zu entziehen. Das Gericht ist nicht bestechlich und lässt keine Verbrecher entfliehen. Einige Zeit zuvor gab es Kings und Weisen, doch jetzt ist es anders. Jeder King ist pleite, in dem Sinne, dass ihr ganzes Geld vor dem jüngsten Gericht nichts mehr bringt. Denn vor dem Gericht ist jeder gleich, der das fixt und jedes Kind. Der Richter ist nicht blind, nicht wie Justitia, wie ein Dieb. In der Nacht verurteilt er und erwartet, was geschieht. Ist das, was du siehst, Schwerte am Tag. Sie werden erkennen müssen, du brennst wie eine Kerze Alarm. Im Kalk, noch ungelöscht, in Eisenbrei, in Salz, Salpeter, Phosphor, in den Urin von rostigen Eselsstuten, in Schlangengift und in Altweiberstein, in Hundeschiss und Wasser aus den Badewannen, in Wolfsmilch, Ochsengalle und Latrinen. Wir Soldaten im Meer stehen bereit, in alle Himmelsrichtungen auszuschwärmen, bis nichts mehr übrig bleibt. Alles zu zerstören, was uns dorthin gebracht hat, wo wir heute stehen. Viel zu spät beginnt diese Schlacht. Mit dieser festgewiesen zieh ich in den letzten Krieg der Menschheit gegen sich selbst, in dem es keine Sieger gibt. Das Verderben macht sich lange schon breit, doch ihr erkennt es nicht, solange ihr in Babylon gefangen seid. Ihr wisst, die Menschheit ist im Untergang geweiht und die Zeit der Unbeschwertheit ist nun endgültig vorbei. Wir, die wissen, wofür sie kämpfen und sterben, werden den Zeichen der Zeit heute ein letztes Mal den Rücken stärken. Meine Herren, packt all die sauberen Sachen, gehen sie in den verfaulten Kürbis nicht hinein, in eure Hosen. Um den Bottich voll zu machen, gebt auf den Arsch der Ruf von einem Schwein hinein und hat's 4 Wochen lang gegoren. In diesem Saft sollen eure Lästerzungen schmoren.